Und es geht los, meine Damen und Herren. Und es geht los, endlich, Digga, endlich geht es los. Finale. Sorry, dass ich so rumschreie, aber wir sind hier im Grand Final, ja? Rufen von der Winner Side. SDM von der Loser Side. Und es geht los hier. Stimmt, Rufen von der Winner Side. Und SDM von der Loser Side. Beide passen sich erstmal an. Das ist wirklich El Clasico hier, oder? Madrid-Barcelona-mäßig. Schon, kann man schon so sehen. Was glaubst du, wer gewinnt? Sei mal ehrlich. Ja, schwer zu sagen. Ey, wirklich sehr schwer zu sagen. Wenn es bei dir sowieso 14-14 steht. 60-60, weißt du? 60-60. Oh, aber das wäre ja, so krank. Gut wegrasiert, ne? Wieder so richtig. Einmal Jeff Becker, bam, weg. Ja. Und halt. Ist halt die Frage. Welchen Playstyle. In die Games annehmen. Oh, was krank von oben hier. Einfach mit dem letzten nach oben gehebelt auf die Plattform. Mhm. Quasi zum Tech gezogen. Schlau gemacht. Sehr schlau. Oh, und der Tech Read. Was ein kranker Read. Einer nach dem anderen. Schade, schade. Der Air Dodge ins Leere. Das ist schade. Eine perfekte, dramatische Musik zu dieser Angelegenheit. Und dafür, dass das ein 14-14 war, ist doch schon sehr dominant hier von Ruben gerade. Im Moment schon. Es ist halt die Frage, welchen Playstyle muss SDN hier verwenden? Den ruhigen oder den etwas aggressiveren? Bitte? Watch out, alright? Okay, aber alles noch drin, würde ich was sehen, oder? Was sagst du? Schwierig. Was würdet ihr denn sagen? Aber so eine Nair Up RO. Was sagt unser Buggy Goofy? Goofy, was sagst du denn? Goofy. What sayst du? Oh. Oh, was? Oh, okay. Ah, ich war. Oh, das war's. Ich glaube, er hat keinen Jump mehr. Boah. Boah, was? So? Abi, ja. Hätte auch schon beinahe gekillt. So ist es nicht, ne? Was war das denn eben gerade für ein Move? Ist die auf der Plattform? Irgendwas Gutes gesehen. Ja, das war's, glaube ich. Das war's. Boah. Noch nicht? Wow. Krasse DI. Der DI Master auf Disaster. Yep. Ja. Gotcha. Und da holt er nochmal auf den letzten Stock runter. Ey, wenn SDN das jetzt noch macht, ne? Das wäre schon sehr crazy. 157. Oh, war es schon. Okay, okay. Okay. Hä? Was passiert hier? Was macht SDN, Digga? SDN halt auch Rage des Crowns, ne? Oh. Ja. Da war weg. Weg vom Fenster. Weg vom Fenster. Was wie was? Was denn? Ist der Sound irgendwie wieder weg, ne? Ja, hat er ausgemacht. Oh. So, ich glaube, wir gehen auf PS2. PS2. Wenn mich nicht alles. Toast Gamer schreibt Macher. Ja. Das war gerade schon ziemlich gemacht, muss man sagen. Toast Gamer. Gut gemacht. Was geht ab, Toast Gamer? Was geht ab, Toasty? PS2. Und es und geht weiter. Eine dicke Starter-Kombo. 44%. 44% einfach so, weißt du? Bam, bam. Komm, zwei Dinger. Halt so der coolere. Drei, vier vielleicht. Der coolere Marv, weißt du? Ich finde, Chrome ist der uncoolere Marv, aber der bessere Marv. Ist das Problem. Das meine ich doch. Pass auf, watch safe, Sophie, das hast du gar nicht gesehen gerade. Also ein bisschen careful. Oh, oder? Oh, watch out here in this room. Sauber. So. Oh, watermelon, Marv. So, Leute. Das ist aber so spannend, wir brauchen erstmal Kaugummis hier. Mm. Oh, oh, der nice Reed, Digga. Nice Reed. Krank. Klasse. Ey, Digga, das macht der echt gut, ne? Mhm. Also Rubens Reads sind on point, Digga. Ja, so nach 28 Sets könnte man den anderen auch schon langsam kennen. Oder was? Nach 800.000, ja. Ja! Aber das ist halt das Ding, weißt du, das ist ja bei uns auch so. Weil wir zocken halt viel, aber wir kennen uns. Aber das ist dann so dieses Xing Shang Shong Ding, weißt du, wenn du weißt, der eine macht Stein, das ist dann immer noch so ein drüber denken. Verstehst du? Ja, schon ultra. Alter. Junge, Falling Up Air, Up Air, into F Smash. Noch nie gesehen. Oh, der ist schon ein mieses Schachspiel hier. Schachspiel! Oh, der ist vielleicht schlechte Idee. Dass er so oft trifft, ich verstehe das gar nicht. Bin ich jetzt auch getroffen?
Ganz komisch. Ja, das ist halt. Geht schon auch gut durchs Schild durch. Sieht doch so gut Dash Attack. Das sieht doch voll langsam aus eigentlich. Ich check's auch nicht so ganz. Dash Attack auch nicht so ganz. Watch, please out. Heftig gestorben, man. Bisschen outwatchen hier mit der Lautstärke, ne? Okay, er ist der Entfernung, kommt wieder hier zurück. Oh, back air? Nee, noch nicht, aber... Schön offstage gegangen. Wichtig und wichtig. Miller ist cooler. Oh, nice catch. Ja, schöner Down catch. Und... komm, ja, alles wieder in Steven. Kniebing. Okay, was passiert jetzt? Alles wieder in. Was passiert jetzt? Oh, die Starter kommen von Roof und gedroppt. Side B. Kombo von Eingang vielleicht? Oh. Nee, der Grab. Der ist so schnell. Das ist heftig. Das knallt auch so rein. Knallt so rein. So Landing like einfach und dann kommt der näher weg, ja, bam, tschüss, weg mit so. Ja, was ist das? Geh jetzt weiter hier. Ist immer noch ziemlich ausgelegt. Immer noch ziemlich. Könnte richtig spannend werden hier. Ja, richtig spannend. Ja. Spannendes zweite Game hier. Ja. Gucken, wer sich das holen kann. Oh, ab er. Ja, wollte er den abwarten, glaube ich. Aber es war schon zu tief und die Plattform hat dann die Appel gecancelt. Ja, aber sein. Ja. Aber er hätte doch mit der Nähe das covern können. Und ja, dann die Appel. Oh, vielleicht. Perry. Oh, und jetzt sie aber nicht gereadet. Okay. So gefährlich ist so da. Even gerade. Oh, ne? Yo. Oh, das ist ja gut. Okay, SN ja. Hier Central Stage. Stage Control. Oh, das Shield geht langsam auf. Erfüllt. Auch rum. Aber ja. Oh, Side. Ja. Side wie in seinem Kopf. Und fair. Running F-Tilt. F-Tilt. Running F-Tilt. Krank. Ist so gut in diesem Game. Digga, das ist so krank, ja, dieser F-Tilt von ihm. Ja. F-Tilt. Näher. Ah. Ike ist eigentlich voll underrated, Digga. To be honest. Ja, anfangs war. Anfang war krank wegen Näher Upper, ne? Aber das haben sie ja irgendwie gefixt. Aber trotzdem, der Char ist so gut immer noch. Mhm. Verstehe. Ja, oder was meint ihr? Weil MK Lecho den halt natürlich auch gespielt hat und alle dann ihn übertrieben unfair fanden. MK Lecho hat ihn auch gespielt, ja. Ja. Aber. Ist ein guter Char. Ist schon ein guter Char. Besser als in Brawl oder Smash 4. Aber besser als Chrome würde ich jetzt auch nicht behaupten. Das ist schon. Besser? Schon sagen, fast even, ne? Bei den beiden? Nein, ich würde sagen, dass Chrome schon besser ist. Chrome sogar besser, ne? Ja. Auch so das Gefühl. Diese perversen Kombos. Oh. 61. Krank. Ganz schön. Bäh. Das ist halt wirklich verrückt. Mal mit Plattform noch zu. Wir sehen Battlefield, meine Damen und Herren. Schöne Backer hier. Lennart. Nice Perry. Was? Oh, das ist so krank, ne? Hätte der vielleicht Upsmash gemacht, wer weiß. Der hat ja so ein Special Upsmash, weißt du? So Multi-Hits. Ist so. So viel Pressure auf sein Shield. Motherfucker! Auch mehr. Schöne Map übrigens. Oh, SDN. Kommt da wieder stabil zurück? Ja, ist so. Sehr schön. Oh. Ja, ist super even zwischen den beiden einfach. Das ist krass. Nochmal hier für die Gang. 14-14. Ist gerade. Der Upsmash kam schon raus von SDN. Der Upsmash kam schon raus. Ja, hier kam der Upsmash raus. Ja, dann kam er raus, aber Row hat mit der Bag nochmal richtig Chuck gemacht. Ich hab's grad nicht gesehen, echt. Aber ja, rufen wir die Führung. Oh, was geht ab, Digga? 14-14. Ja, 15 voll machen ist schon. Heißt schon was, Digga. Heißt schon. Wer ist der Bessere? Ja, ist eigentlich schon heftig, weil. Letzte NEC hat ja nicht stattgefunden. Das heißt, davor war ja im Dezember. Und somit sind die 14-14 Setcount 2022. Beendet. You know what I mean, bitch? Ja, ich weiß, was Schweins. Jetzt ist das erste Set in diesem Jahr.
Ja, das, kann das ist echt das erste Set. Und da hat ihn schon wieder weggeklatscht. Und letztes Mal hat Beigel gewonnen, ne? Der letzte Mal. War das NEZ? Oder das davor, ich weiß nicht mehr. Sag ich dir auch eins nicht. Der letzten beiden. Sag ich dir auch nicht. 2007. NEZ 7 hat er gewonnen. In 2007. Echt 7 hat er gewonnen? Boah. Das ist ja schon. Das war's. Oh, was ist passiert? Ja, er hat ihn übertrieben geedgeguardet. Kein Jump und yep, yep, bap, 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 bap. Ja doch. Digga, ich rede einen Satz mit Lennart, plötzlich hier. Three-Stock? Okay, Digga, ich muss echt meinen Job besser machen hier mit Commentary. Na, Digga, los, so Digga, ungefähr so sah das aus. Guck, das hier, das Femmer. Ist hier Chrome. SDN. Die ganze Zeit so, immer runter, immer weiter weg. Boah, und fies. Weiter weg, weiter weg. Und dann war hier, dann kam er wieder so und dann meinte er, nee, Mann, hau ab. Weißt du, wie ich meine, Digga? Jetzt habe ich genau verstanden, was gerade passiert ist. Ja. Also besser kann ich es ja auch nicht beschreiben. Danke. Immer gern. Sehr okay. Bitte. So. Ja, Digga, das ist die große Frage hier. Es steht jetzt. Wer holt sich den Drip? Wer holt sich den Drip? 2-1. Ne? Wie kann man so clean sein? Ist so. Ist so. Wer das mal geschrieben hat. Jeden Roll duschen. Toasty. Ha? Was? Wer geschrieben? Toasty hat gefallen. Wie kann so clean sein? Wahrscheinlich bezogen auf die Performance. 2-1. Da steht jetzt 2-1. Back to PS2 und. Vielleicht ja, aber das ist doch wirklich crazy, oder? Kommt Blumen einfach mit Three-Stock hier um die Ecke? Mm. Was ist da los, Digga? Vielleicht ist die letzte Game in diesem Set. Wer holt sich dieses den Drip, NEZ? Wer holt sich den Drip? Viel mehr Drip als dieser Drip ist einfach das Ding geholt zu haben, weißt du, wie ich meine? Und 15-14. Verstehst du? Abfällt. Aber ist der ein. Beinahe. Besser unterwegs jetzt hier. Oh. Lässt sich nicht lumpen. Der lässt sich nicht lumpen vom letzten Game hier. Zack. Ist halt echt nicht stark. Das ist einfach noch ein besserer Ganondurk mit Schwert. Ist so. Ist wirklich so. Sogar die Flugbahn vom Side-Tilt ist ähnlich. Na, guck mal. Down-Tilt into Fair. Eigentlich klappt das. Ich weiß gar nicht, warum das nicht geklappt hat. Man kann ich nicht sagen. Ja, ich sage, Alter. Ja, ein bisschen Ruhe hier. Hm. Aber guter Lead gerade hier von SDN. Ja. Ruben mit zwei Stocks. 40%. Das sah gerade besser aus im Match zuvor für Ruben zumindest. Hm. Sollte Ruben das Match gewinnen, dann hat er es geholt, das Ding. Ah, jetzt das sieht Ding, es noch ja. Sehr gut aus für SDN. Es sieht wirklich gut aus. Oh. Denkt sich wahrscheinlich, ah, ja, schön gewartet, schön gewartet. Oh ja, klasse, klasse. Wirklich nochmal. Wird das der Reverse Restock jetzt oder was geht ab? Da hat er ihn aber richtig so rausgekitzelt. Aber richtig rausgekitzelt. Ey, der hat ihn echt gekitzelt. Oh, aber. Alle guten Dinge sind bekannt hier immer zwei. In dem Fall. Ist so. Aber jetzt erstmal die Kugel. Das wäre aber krass gewesen jetzt, der Three-Stock, ne? Ja. Stell mal vor, back to back. Der wäre schon. Kann ich mir bei den beiden aber auch echt gut vorstellen. Ja, normal, kann voll passieren. Die fetzen sich da auch ordentlich weg. Da ist auch kein Rumgewartet oder so. Da muss man sagen, das ist schon echt. Geiles Set anzugucken. Oder was meinst du, Batman? Ja, Batman, ich sehe es auch so. Boden. Hat noch einiges aufzuholen hier. Boah, das läuft gerade für SDN. Guck mal, hier ist ein schöner F-Tilt. Wollte ich catchen? Knapp gewesen, glaube ich auch. Oh, Buck Way. Ja, das war's. Ja, das war's. Heftig rausgeholt. Ja. Komm mal hier hoch mit dem Down-Tilt und einmal weg hoch mit der mit Pferde. Dir. Hoch mit und dir. Einmal bitte zur Seite raus. Und 2-2. Wer hätte das gedacht, Digga? Wer hätte das gedacht? 2-2. 2-2. Shiny Soup! Shiny Soup! Kann man eigentlich wetten hier im Chat? Auf den Gewinner? Nee, das geht nicht, ne? Gibt keine NEZ-Coins. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Keine Ahnung, Digga, weiß ich noch nicht. Aber es wäre ganz geil, ne? Eine ganz neue Stage, mein Name. Oh, ja. Town and City. Da sehen wir jetzt das letzte Match dieses Sets. Und dann geht's eventuell ins zweite, eventuell aber auch nicht. Ruben muss das Ding machen. Ruben, um das zu gewinnen. SDN muss es machen. Um überhaupt noch die Chance zu haben zu gewinnen. Junge, das war schon echt gefährlich. Das war super gefährlich gerade, was ging da? Ich glaube, er hat auf einen Konter gewartet, aber. Die kam ja nicht so wirklich raus. Das sah schon fies aus. Das läuft wesentlich besser hier für ihn jetzt gerade. Oh ja.
Ja, dodgen. Ah, schön. Schwer. Aber gut gemacht. Jetzt kommt SDN erstmal. Eine Antwort. Ja. Schöner Reach. Ich glaube, da hast Jump, du auch eine Daumen weniger. Genau das gleiche probiert, oder? Mhm. Oh, das war's. Nicht. Oh, krank. Aber SDN macht das wieder fast eben hier. Schöner Grab. Netter Damage hier, netter Damage hier. Oh, was? Einfach so auf Schild drauf oh. Auch. Bei Ike geht so viel durch Schild, das ist so krank. Oh ja, goldenes Schwert, was denkst du denn? Ganz schön fies. Ja, beide wissen. Wenn jetzt irgendwas connected, dann könnte es schon gewesen sein. Beste Musik, ja, aber wo ist Keke eigentlich? Stimmt! Und die Dash Attack. Das ist Taunen. SD. Ja, und trotzdem liegt er da. Ja? Aber Taunen immer samstags? Ja, ja. Nicht nur Smash, oder? Aber eigentlich ist ab 18 Uhr, glaube ich. Ach, sei doch leise. Aber weiß, vielleicht kommen wir auch noch an bis 18 Uhr. Wenn SDN sich das jetzt holt. Ja, dann kommen wir über 18 Uhr. Das ist glaube ich auch noch. Aber das. Oh. Aber bisher sieht es sehr gut aus sogar. Sehr stark für SDN hier. Sehr stabiler Lead. Krass. Ich glaube, er wird sich. Das war's. Kannst du dir das vorstellen, ne? Dass SDN hier wieder in den Lead geht mit 3 Stocks? Mhm. Lass es jetzt 2 sein, aber trotzdem immer noch ganz ein Stock Lead, nachdem er getreestockt wurde, Digga. Das ist schon wild. Oder was sagt ihr? SDN zu clean, Digga. Ja, allerdings. Was denn? Der Robert. Robert Art. Oh, das wird's gewesen sein, ja. Oh. Das oh. Bringt auch kann, Digga, ey, guck mal ein. Guck ich einmal wieder in den Chat, Digga, verpasse ich schon wieder den Sieg. So, und er steht jetzt aktuell mit den Sets 15-14 für SDN. 15-14. Ja. Und jetzt haben wir aber noch ein Bracket Reset, das heißt, es kann auch 15-15 draus werden. Oder 16. Dann machen sie es wieder even. 16-14 wäre schon wild, Digga. Schon aber krasse spannend. Performance von SDN, muss ich mal ganz kurz sagen, nachdem. Nachdem er diesen Three-Stock kassiert hat von Rufen, super clean von Rufen auch, dann kommt SDN einfach um die Ecke und sagt, nee, Digga, wait mal a second hier mal ganz kurz. Ja, hatte vorhin den guten Linotox verloren. Sehr krank. Es geht auch direkt wieder los, einfach eine Power geht direkt weiter. Wir müssen nur einmal hier die Siege wieder auf Null setzen. Denn das ist jetzt das erste Match vom Reset. Game Set. One. Game One. Sehr gespannt. Das ist Game One. Echt nicht sagen, wer hier gewinnen wird. Kann ich dir nicht sagen. Nee, nicht sagen. Ey, was kannst du mir sagen? Lass mal watch out so jetzt hier. Hey, watch out, wie du talkst hier im Chat in der Public. Alright, kleiner Splicker. Sendet hier ein, würde ich sagen. Ah, wieder hier bei dem Antasten hier. Bei dem Antasten. Ja, neutral. So wie man es kennt von den beiden. Ich finde krass, was das immer so für eine Dynamik-Switch ist, wenn das erste Stock gefallen ist und hier fällt es für SDN. Rubens Favor. Aber alles noch drin. Alles noch komplett. Normal, drin. Komplett. Toad. Aber trotzdem die Dynamik ist jetzt eine andere, weiß ich, wie ich meine. Verstehst du? Verstehst du denn, ja? Ja, aber Ruben baut das hier gut aus. Das ist auch schon fast wieder even. Das ist halt das Kranke da. Das ist genau das, was ich meine. Das ist halt so, erstes Stock wird immer sehr even gespielt. Oh, aber hier schön geholt. Downtilt, dass er auch noch bei den Prozenten trifft, ne? Das ist krank. Wahnsinn. Und das ist bei den Connected auch noch, weißt du? Das wird jetzt gar nicht so einfach, da wieder zurückzukommen für den SDN. Aber es war wichtig, dass er es doch gerade geholt hat. Jetzt ist eigentlich dieser Downshot, ja, ist so gut wie ihm. Das war's. Oh, das war's. Was? Hat er sich da verschätzt in der Range oder? Sah nicht so aus für mich, als wenn er da hätte sterben müssen. Dash Attack. SDN hat das wieder gut gedreht. Krank. Clean von SDN hier. Noch nicht komplett, aber. Dass er das jetzt so einfach mal eben gedreht hat, ne? Ich finde, bei SDN ist wirklich das krasseste sein Mindset einfach so. Ja. Das ist wirklich verrückt. Das muss man ihm echt lassen. Mindset aus Stahl. Oh ja. Ja, das war sehr schlau gemacht. Sehr schön gemacht. Big Brain. Ich glaube, das war sogar Reaction. Er hat gesehen, das wird nicht getaggt, sondern
Bart auch F-Tilt machen können. Was? Bart, der F-Spin. Oh! Den Jump. Okay, okay. Bei der Abi hätte er wahrscheinlich gekontert und ist was gewesen. Ne? Oh, ist schon wieder even. Junge, eine Kombo. Alter, was ist das hier wieder für ein Match, Digga? Oh. Das ist jetzt eigentlich bei den beiden Charge schon wieder fast last hit, Digga. Ob das hätte eben schon vorbei sein können, ja. Das war's? Noch nicht. Oh, aber knapp, Alter. Oh. Oh. Okay, oben an der Edge. Das macht echt den. Er lässt ihn wieder in der Midstage. Oh. Ob das oh ja, das war so gut, da rein zu rollen. Oh ja, klasse. Tomahawk. Okay, wieder neutral hier. Oh, krank. Das ist krank, das ist krank. Sehen wir noch den Jab. Oh. Oh, kein Running F-T. Oh, okay, okay. Oh. Die Side B. Krank. Wichtig, wichtig, dieses erste Game zu holen jetzt für wen auch immer. Und ab er. Oh, schöner Air Dodge. Wichtig. Oh, oh, oh. Und die Becke? Ja, mit dem Raid und so safe. Zieh erstmal rein, ey. Zieh erstmal rein. Zieh erstmal rein in deine Birne. In deine Birne musst du erstmal reinziehen. Mal reinziehen. Und das Game war so. Rufen führt. Dann dreht SDN. Rufen dreht wieder. Alles in einem Game. Checkst du das überhaupt? Ich versteh's einfach nicht, Digga. Da musst du mal wieder die Tafel holen und aufschreiben. Was die beiden hier machen. Ja, das ist echt krass. Echt zu viel. Das ist echt krass. Oh, mir Platz in die Birne, Alter. Mir Platz in die Birne, Alter. Und weiter geht's. Game 2. Crazy, ja. Crazy. Krass performt gerade von oben. Ich hätte SDN gegönnt, nachdem er so krank zurückgekommen ist hier gerade, aber. It is what it is. Look at the big say like it's crazy. I say like it's crazy. Mm. Bunga Banga. Ey Leute, das ist doch Hype gerade hier. Bitte ein Bunga Banga im Chat. Ja, mit, Alter. Nimm mit, ey. Wow. Digga, was ist das hier? Ja, Kombos. Junge, da bist du so tot gejagelt. Schöner Running F. Help. Nachsagen. Oh, schöner Parry. Oh, da wollte er für den Grab gehen. Aber guck mal, schon wie jedes Match. Einfach super even. Ja. Der eine holt erst das Stock ist immer so even, Digga. Und danach ist immer bam, 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 bam. Verstehst du? Gehst in deine Birne. Das ist geil, Digga. Das ist das Geile an dem Matchup. Beiden, die ja. Fetzen sich einfach ohne Ende. Guck. Ja, hast immer so dieses Rantasten am Anfang im ersten Stock und dann ist einfach dieses, alles klar, let's get it. Ja. Weißt du? Wow! Back air! Die Back air! Back air! Back air, Digga. Krank, okay. Ruben geht hier in Führung. Ja, aber Goofy, freut mich, dass du hier interagierst auf jeden Fall. Goofy, bester Mann. Goofy, beste. Boah, Down hat noch nicht geklärt. Ja, das ist was. Da hat einfach Gacha und Hack. Digga, hier kommen auch schon wieder. Beide der Two Stocks. Schon wieder ein knappes alles Ding. Alles wieder eben. Verstehst du? Beide fetzen sich kurz. Ganz kurz. Ganz kurz. Ey, aber diese Juggles sind so krank von Chrome, ne? Diese Upper-Juggles und so. Kannst auch nichts machen. So nicht das ist schon echt ein bisschen krank, Digga. Das geht nicht in meine Birne. In deine Birne. Meine Birne. Oh. Wow, schön. Okay, stylig. Stylig, smiley, smiley, stylig. Hey. Merken Sie. La Banga. Geschliffen, hast du gesehen? Geschliffen. Einfach zu knapp. Es ist einfach zu knapp. Oh ja. Aber auch an Edge kann auch mal ein starker. Einfach zu gefährlich, Digga. Das ist so gefährlich am Rand, Digga. Darfst du dich eigentlich nicht befinden. Einmal näher Becke. Und dann war's das. Darfst du dich echt nicht befinden. Schöne Kombo, Und siehst du, was ich meine, Digga? Oh, aber eine gefailt. Gerade gewifft. Gewifft. Fieser Whiff Punish aber auch, Digga. Einmal dann die Abwehr von Ike und dann bist du auch weg, ne? Bist du weg, Alter. Dann bist du weg, Digga. Geh das schon in den Burner? Not really. Beide Einstock hier, Game 2. Einstock, Game 2, Digga. Sehr spannend, wirklich sehr, sehr spannend. Hier, wer sich das Ding holen will. Ja, wer das Ding holen. Oh.
Schöner Nährkanzel in den Smash, Digga! Oh, ja, geiler. Da war geil. Ja, ja. Was war das Nährkanzel Jeff F. Smash oder ja. was? Krank. Aber wie hat ihn auf die Plattform bekommen? Clean, Digga. Weiß ich nicht mehr. Sag ich dir nicht. Boah, mal hingucken. Alter, geil, ey. Unnormal, ey. Nee, weiß ich auch nicht mehr. Aber das war krank, Digga. Das hat mich so ein bisschen erinnert. Aber ey, das war geil. An Marv, weißt du, so Nähr. Nee, ich sag ja, das Nährkanzel, so diese Sachen. Bessere Marv. Ist schon sehr cool. Ist so, bessere Marv, ja. Sehr ja. cool gewesen, ja. Ey, was hast du gehört? Game 3. Game 3. PS2. Und für 2-0, Digga. Wenn er das jetzt macht, dann macht er den Sack zu hier. Dann macht er den Sack zu. Oh. War auch schon knapp. Und dann könnte er wieder das Set Count Limit hier an 15-15 wieder machen. Allerdings, ja. Momentan ist die Bilanz wieder auf 15-15. Hm. Ist der jetzt führt im Moment. Match de Classico. Match de Classico. Spanisch. Classico. Oh, nice Grab. Einfach aus Abi raus, der. Ja, beide wollen unbedingt die Abi vermeiden an der Ledge, weil sonst bist du pining up. Ja, nochmal pining up. Das ist ja schon mal ein bisschen schwierig. Schöner Down Tilt. Down Tilt fair. Und auch hier jetzt wieder ganz entscheidend, glaube ich. Wer das erste Stock holt. Obwohl gar nicht so. Das ist gar nicht so entscheidend. Oh. Fieses Hin und Her danach. Der ist entscheidend. Ja. Aber SDN holt es. SDN natürlich jetzt hier ein bisschen an die Wand gestellt. Er muss das Ding holen. Hm. Gut Pressure wieder. Guter Pressure. Ist halt wirklich die Frage, wer ist der bessere Spieler, ne? Zumindest heute am Abend. Wer wird sich das Ding mit nach Hause nehmen? Er will sich nicht verabschieden mit einem 3-0. Wer wird sich das Ding mitnehmen? Oh. Oh, da war der Reed, aber. Der Reed, aber ein kleiner Missklick. Kleiner Missklick. Nee, oh, ab, ja. Was war das, Digga? Nee, ab, ja, cool. Der kannst du ab, oder was? Mhm. Uff. Oh, es geht wieder los. Direkt geht's weiter. Ja, wir wussten alle, Uwen hat da nur drauf gewartet. Leider ist SD in diese Falle reingetreten. 50%, Digga, weißt du? In einem Augenblick. Die Abwehrs, die sind so krass heftig und so schnell kommen die raus. Ja, echt. Echt krank, ey. Crazy. Crazy, man. Der ist hier crazy. Der ist hier crazy. Typical crazy. Beide Two Socks? Sehe ich das richtig hier? Ja. Beide Two Socks. Das könnte sein. Socks. Schön wieder aus der Spitze von Ruben. Und jetzt ist SN hier in Bedrängnis. Oh, noch ein Backer. Ja, könnte. Nee. Nee. Aber knapp. Eine noch live. Eine noch. Eine noch. Schwierig, ne? Schwierig. Chrome kann ja oder Chrome kann ja so echt ein paar Attacken mal raus und so. SDN oder Ike nicht so wirklich. Ja, aber jetzt gerade zum Beispiel der F-Tilt von Chrome hat nicht gekillt. Von Ike hätte gekillt und jetzt Konter hat gekillt. Wahrscheinlich. Verstehst du? Naja, das ist. Oh! Oh, aber er lebt noch! Krank die Eid oder was weiß ich, was da los war, Digga? Ich hab ja, der Konter ist nicht so stark von. Ja, okay. Von Kromsen. Schöner Näher. Scheiße noch. Die Side. Oh ja, näher. Fair. Okay, da ist er wieder back. Näher fair. Näher fair. Ui! Back, er eins, weg. Eins. Einmal weggefuchtelt und weg ist er. Eventueller Tournament Stock for SDN. Tournament Stock. Macht rufen das Ding zu. Mal gucken, wer. Macht der den Sack zu, ist die Frage hier. Wer nimmt das Game hier mit? Geht das in deine Birne, Digga? Das ist jetzt gerade schon das letzte Stock. Es könnte das letzte Game sein. Oh, nicer Damage. Was? Krank. Guter Punish hier. Sehr cool. Oh. Oh. Ist der hier? Oh. Okay. Sonst trifft er mal so. Was ist los? Da war der Reed aber. Oh mein Gott, ist der zu spät. Komm, Digga, ich bin jetzt für dich, weil gerade Underdog Situation. Okay, der Reed saß nicht. Oh, Upsmash. Oh, der F-Smash. Das ist einfach true shit.